Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3. Und wir gehen wieder auf die Normandy. Denn wir haben ja noch weitere Aufträge auszufüllen. Aufzufüllen? Was? Zu erfüllen. Und daher dachte ich mir, einfach weitermachen. So. Jo. Ach, komm schon. Schon wieder, hör mal, diese ewig langsamen Keeper, die einfach nur den ganzen Weg aufhalten. Schrecklich. So, was wollen wir denn als erstes machen? Geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Tushanka. Ja, aber das können wir eigentlich direkt hier vormachen. Attika-Traverse. Okay, das klingt doch interessant. Können wir zur Attika-Traverse hin? Ist die große Frage. Nime-Cluster. Ich weiß das immer nicht, ne? Ist so ein Problem. Okay, können wir nicht. Aber dann gehen wir halt zu... Wo waren das hier? Arcturus Sturm. Zu den Cerberus-Entführungen. Denn das war ja noch so eine andere Mission, die wir auch machen sollten. So. Arcturus. Ach du Scheiße, ist das ein Riesenstern. Also der ist leuchtet aber nicht so, hat keinen so großen Blauanteil. Das sieht mir eher aus wie ein weißer Riese. Gibt es das? Das ist auch ein Waschmittel. Eunomia besteht zum Großteil aus Eis, das um einen metallarmen Kern herumgefroren ist. Seine Ressourcen waren für die Menschen beim Bau der Arcturus-Station von geringem Interesse, da sie das Material lieber von dem Asteroidengürtel holten. Niemand beachtet Eunomia und es gibt auch keine sichtbare Reaper-Präsenz. Iwene ist einer der Wasserstoff-Helium-Gas-Giganten von Arcturus, auf dem es eine Infrastruktur zur Betankung von zivilen und militärischen Schiffen mit Helium-3 und Antiprotonen gegeben hat. Nichts davon hat den Angriff der Reaper überstanden. Die haben auch eigentlich alles zerstört, oder? Da ist noch ein Milliplanet. Alcyoneus. Alcyoneus ist ein größerer Asteroid, einer von vielen, die durch das Massenportal gezogen wurden, um in diesem an Metall eher armen System die Arcturus-Station bauen zu können. Wie auf anderen Asteroiden des Gürtels auch, haben die Bergarbeiter auf Alcyoneus ein kleines Habitat errichtet, um für die Zeit ihres Vertrags näher bei ihren Abbaustellen zu wohnen. Diese Gemeinschaften waren zu klein, um für die Reaper eine Ernte zu rechtfertigen. Ihr Beschuss durchschlug die Schutzkuppeln des Habitats und brannte sich durch die kinetischen Barrieren, die eigentlich Kollision verhindern sollten. Nach aktuellem Stand muss davon ausgegangen werden, dass die Population des Gürtels mittlerweile null beträgt. Oh Mann, ey. Die wollen halt echt nur das ganze System auslöschen. So, Themis. Der Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant Themis ist einer der stabilen Satelliten von Arcturus und umkreist den gewaltigen Stern mit beträchtlicher Geschwindigkeit. Aha. Und da haben wir noch die Arcturus-Station. Am Lagrange-Punkt L5 von Themis befinden sich die verschmolzenen Metallfragmente der Arcturus-Station, zerstört von Großkampfschiffen der Reaper. Auf der Station war früher das Allianz-Parlament und das Hauptquartier seiner Armada untergebracht. Heute ist sie ein kaltes Grab für 45.000 Menschen. Wie ich gerade merke, müssen wir da gar nicht hin. wir müssen nämlich nach Euler. Der Euler? Es wäre dann ja der August-Euler, oder wer heißt der August-Euler, glaube ich, ne? Silva, dieser Eisgigant, benannt nach Matthäus Silva, dem Leiter des Prospektorenteams, das die proteanischen Archive auf dem Mars ausgegraben hat, beherbergte früher eine große Helium-3-Anlage. In ihrer Hochzeit wurden hier fast alle Handelsschiffe betankt, die zwischen Benning und Arcturus pendelten. Die gesamte Infrastruktur auf Silva wurde zerstört, genau wie die Kolonie auf seinem Mond Olivera.
Was haben wir denn hier? Fermi. Fermi ist ein Gestaltsplanet, umgeben von einem Dunst aus Kohlendioxid und Sauerstoff, dessen Temperaturen und Konzentrationen eher lebensfeindlich sind. Er wird umkreist von zahlreichen Monden und kleinen Gesteinsbrocken, weshalb Forscher der Ansicht sind, dass auf Fermi einmal etwas Großes eingeschlagen sein muss, das Fragmente des Planeten in die Umlaufbahn geschleudert hat. Man findet hier auch Reste einer wissenschaftlichen Station. Ein weiterer Beweis für die Anwesenheit der Weeper in diesem System. Und Yukawa. Yukawa ist ein kleiner Gesteinsplanet mit einer dünnen Atmosphäre aus Kohlendioxid. Nach einem Streit um die Arbeitsbedingungen mit Unternehmen, die metallische Asteroiden ins nahegelegene Arcturus-System transportieren, wurde der Eisenkern und die darüberliegende Hämatitdecke kurzzeitig abgebaut, um beim Bau der Arcturus-Station zu helfen. Yukawas Ruf als Streikbrecherplanet besteht noch heute, zumal seine anderen Ressourcen kaum erwähnenswert sind. Ja, finde ich gut, ein Streikbrecherplanet. Und was haben wir hier bei Benning? Benning, die nächstgelegene Gartenwelt der Arcturus-Station, ist die Hauptquelle für deren Nahrungsmittelversorgung. Sowie ein wichtiger Anlaufpunkt für die Wartung und Reparatur von Raumschiffen. Die Besetzung des Planeten wäre die Voraussetzung für jeden Versuch, das Portal des Systems zurückzuerobern. Vereinzelte Informationen lassen darauf schließen, dass die Weeper während der Schlachten um Arcturus und die Erde eine kleine Streitmacht nach Benning geschickt haben, um seine Kombaken, Raumhäfen und Schiffe zu zerstören. Als die Bevölkerung damit zur Tatlosigkeit gezwungen und zudem ohne Kommunikationsmittel war, konzentrierte sich die Hauptmacht auf das größere Ziel, wohl wissend, dass sie zurückkehren konnte, bevor der Schaden repariert war oder Hilfe eintraf. Wärmequellen im Raum um Benning weisen auf eine Nicht-Weeper-Präsenz hin. Perfekt. So, wir nehmen... Liaba und Garrus mit. Boah. So, erstmal die Pistole ändern. Die ging ja gar nicht. Dieses Kackding. So. Das ist zwar eine neue, aber wüsste ich jetzt nicht so, was daran so besonders ist. Der Rest ist nicht neu. Ja. Okay, haben wir. Auch. Und auch. Warte, die könnte noch Waffenmods kriegen, wie ich gerade merke. Dann ist das nämlich auch ein bisschen besser. So, 7 Punkte. Die kann ich für Ziehen einsetzen. Aufladetempo wird erhöht, oder? Zweimal ziehen ist halt doppelt so viel, ne? So, und ein Punkt für das nächste. Also wir haben jetzt... Schwächt Panzerung? Ne, wir machen die ganz normale Biotik-Eigenschaft, so. Garrus. Garrus hat auch 6 Punkte für den letzten Punkt. Was kann er da machen? Er hat schon... Nee, dann eher der hier. So, Liaba hat 11 Punkte, oh. Er hat Kraftschaden, er hat den Kraftschaden. So, er hat Aufladetempo von Liabas Singularität um 100%. Er hat das Aufladetempo aller biotischen Kräfte um 10%. Da ich aber sehr oft Singularität nutze, mache ich das. Ja. Shepard, Cerberus Einsatztrupps haben eine Großstadt auf Benning infiltriert. Zuerst hieß es, sie würden Zivilisten rekrutieren. Aber inzwischen sieht es so aus, als würden Leute gegen ihren Willen verschleppt. Erzählen Sie mir mal was Neues. Wir haben ein Aufklärungsteam hingeschickt. Und Cerberus hat mit Angriffen auf Zivilisten und öffentliche Einrichtungen reagiert. Offiziell lehnt Cerberus jede Verantwortung ab und verurteilt die Aktion. Entweder lügen sie, oder wir haben es mit einer Splittergruppe zu tun. Das wird Ihnen noch leid tun. Ganz genau. Sichern Sie das Gebiet, damit wir dem Rest der Stadt helfen können. Nähern uns dem Zielpunkt, Commander.
Verstanden, Lieutenant. Die Leute da unten zählen auf Sie, Commander. Hackett, Ende. Mhm. Ich empfange jede Menge SOS-Signale von Zivilisten, Commander. Die meisten kommen aus der oberen Straße. Na, dann helfen wir ihnen doch alle. Ich registriere dort auch eine größere Ansammlung von Cerberus-Truppen. Können Sie mir Luftaufklärung verschaffen? Schon unterwegs. Aha. Oh Gott. Aber ist jetzt nicht so die absolut schönste Stadt. Aber ich habe meine Pistole wieder. Da bin ich schon glücklich mit. So, was haben wir hier? Ein PDA. Kommunikationslog von Svetlana Alexandrov. Sie haben uns umstellt. Private Sicherheitskräfte des Depots haben versucht zu helfen, aber sie wurden niedergemetzelt. Jemand muss davon erfahren. Jemand muss. So. Irgendwie saß mein Plover gar noch nicht so richtig. Was haben wir denn hier? Okay, da gehe ich mal mit was anderem dran, wenn ich näher bin. Was haben wir hier? Ersatzteile, die wir bergen können? Ein Typ, der da rumsitzt. Mhm. Ey! Sodo. Sodo? Was? Ablenken funktioniert, Commander. Zivilisten sind unterwegs. Jo. Wow. Wow. Ey. Hier sind so viele Häuser, ne? Da will ich eigentlich alle reingucken. Ich weiß gar nicht, ob das geht. So. Das ist zumindest eine sehr offene Kampffläche mit sehr vielen Sachen. Finde ich aber immer gut. Oh, Achtung. Nemo. Falls du das hier liest, halte dich vom Taxistand fern. Es wimmelt dort von Cerberus-Soldaten. Ellie. Wow. Was ist das denn? Was? Wen ausrotten? Wo? Was? Oh, da oben scheint irgendwas zu sein. In dem Haus, okay. Aber ein Einzelner stellt halt keine Gefahr dar. Wow. Was gibt's, Lieutenant? Ich registriere Dutzende von Zivilisten, die aus der Stadt fliehen, und Cerberus-Truppen sitzen ihnen direkt im Nacken. Na, wunderbar. Übermittle Koordinaten. Sie können sie dort abfangen. Okay. Wir müssen uns beeilen. Ja, ich ist mein Weg. Hier ist eine Sackgasse. Schade. So, da, wie komme ich denn da hin am besten? So viele von ihnen. Was? Da! Verstärkung ist eingetroffen! Versuchen Sie, Ruhe zu bewahren. Was? Was sollen wir tun? Bleiben Sie einfach unten. Commander, es sind weitere Cerberus-Truppen in die Richtung unterwegs. Wir halten hier die Verteidigungslinie und decken die Flucht der Zivilisten. Ja, wir machen einfach das Beste. Wow. Oh Gott. Ich meine, das ist zwar eine echt gute, schöne Umgebung, wie die da gestaltet haben, aber als Kampffläche natürlich schwer. War alles sehr verwinkelt und die kommen von überall, die Gegner. Was? Ja, es ist zwar auch viel Deckung da, muss man ja so sagen. Aber leicht ist das Kampfgebiet da trotzdem nicht. Oh Gott. Sind sie tot? Ich hoffe mal, ne? So.
Oh Gott. Na. Jetzt habe ich Kopfschmerzen. Okay, das mit der Singularität geht echt schnell. Ich kann jetzt schon wieder in die nächste einsetzen. Oh Gott. Es sind 1, 2, 3 Sekunden vielleicht, die da zwischen den einzelnen Abklingzeiten vergehen. So. Na. Wo? Perfekt. Was? Also ich glaube, das mit Singularität war halt eigentlich die richtige Wahl. Na Quatsch, das sind ja aber nicht zu viele. Einfach nur nicht wenige. So. Ja, kein Problem. Wow. Ein Kampftechniker. So, weiter. Wer? Oh. Hä, was? Oh Gott, ein Geschütz. Hä, von hinten? Eieiei. Ach komm. Na, das hast du selbst mitgenommen. So, wo ist unser Ziel? Zivilisten erledigen. Was? Verteidigen. Achso. Ich habe erst gelesen, Zivilisten erledigen. Da dachte ich mir, okay. Ich höre noch Gegner, ne? Aber ich sehe sie nicht. So, ah. An alle, die das hier lesen, vertraut nicht Servo. Sie entführen Leute gegen ihren Willen. Lauft einfach und schaut auf keinen Fall zurück. Lauft. Da hinten. Oh Gott. Ja, ich bin dabei. Ich bin jetzt einmal im Kreis gelaufen. Ja, da war hier nur. Wow. Ich wurde von irgendwo angegriffen. Aha. Sie können gehen. Los! Aha. Was? Alles? Wir werden es schaffen. Ja, ich hoffe. Keine Feinde in unmittelbarer Nähe geortet, Commander. Verstärkung rückt vor. Wow. Gute Arbeit von allen. Cortez, wir treffen uns am Landeplatz. Verstanden. Hilfe. Nett. Wir kriegen Berichte über Angriffe gegen andere Städte auf Benningrein. Leugnet Cerberus noch immer seine Beteiligung? Ja, und diesmal glauben wir ihnen sogar. Unschuldige Menschen zu erschießen ist nicht ihre Art. Jedenfalls haben die Zivilisten da unten jetzt eine Chance. Wir verstärken unsere Stellung und holen die Leute raus. Danach befreien wir den Rest des Planeten. Hoffentlich gelingt uns das auch auf der Erde. Eines Tages, Commander. Bis dahin müssen wir einfach reagieren. Weitermachen. Mhm. Und ich würde sagen, wir machen erstmal einen Cut.
bis zur nächsten Folge und tschüss. Das war ein Fehler.